Hey, Freunde der Sonne, und damit herzlich willkommen zurück zu Inside. Wir wissen immer noch nicht, wie es funktioniert, wie was funktioniert, wer wir sind, wo wir hinwollen. Aber wieso auch? Wieso auch? Das wollen wir ja herausfinden, deswegen spielen wir es ja. Erstmal wieder zurück ins Wasser springen. Da fühlen wir uns wohl. Was war das? Ein schwimmender Dementor oder irgendwas anderes? Was warst du? Will ich da überhaupt hin? Ich weiß es nicht. I don't know. Ah! Nailed it. So, und wo müssen wir jetzt hin? Müssen wir hier drunter? Gehe stark von aus. Let's try it. Okay. Komm hier. Ja, perfekt. Perfekt. Ich weiß zwar immer noch nicht, was ich für ein... kann ich hier aussteigen? Nein. Aber hier ist erstmal Licht. Und Licht heißt immer erstmal, Julian musste gucken gehen. Hm. Mir auch nicht. Geht's hier irgendwie rein? Aber ich meine, zum Tauchen war das schon ein bisschen tief, oder? Ich meine, das ist ein Knopf zum Drücken, klar. Aber zum Tauchen ist es doch viel zu tief. Bei. Let's try it. Ich gehe mal raus. Haben wir easy überlebt? Geh mal fix rein, bevor hier irgendwas passiert. So, können wir jetzt hier irgendwas betreten, was wir vorher nicht betreten konnten? Ist wieder durch. Müssen wir jetzt hier einfach aussteigen? Ist ja auch möglich, wenn er mal auftauchen würde. Dann steig mal aus, junger Mann. Also manchmal möchte ich ja nicht sagen, dass ich schon ein krasser Rätselmaster bin, aber irgendwie doch. Sagt ihr und stirbt bestimmt gleich. Ich habe nichts gesagt. Ich habe aber eine Idee, wie es funktionieren könnte. So, jetzt gehen wir hier raus. Ich habe gesagt, geh hier raus. So, jetzt schwimmen wir erstmal bis rüber. Lalalala. So, irgendwo unter der Lampe war das, ne? Da, ich sehe ihn. Ich sehe das Knöpflein. Ich erkenne das Problem. Ich tauche dorthin. Wenn du jetzt aufmuckst wegen Luft, ne? Und da trinkst, bist du eine richtige Null. Glück gehabt. Glück gehabt. Es ist aber aktuell ein komisches Spiel zum Spielen. Ich brauche auch schon ein Spiel danach. Also wenn ihr Ideen, Vorschläge habt für solche Spiele. Nailed it. So, ich habe gerade geistig komplett woanders. Frag mich bitte nicht wo. Batsch.
Ein Dementor. Hallo, Baby. Hallo. Du glaubst, ich treffe dich nicht? Hä? Ich finde dich verdammt hübsch. Schwimm mir nicht davon. Stop it. Bist du eine nackte Frau? Was willst du von mir? Warte, dann ignoriere ich dich einfach. Das ist fies von dir. Das ist wirklich fies. Und ich dachte, wir wären Freunde. Ja. Haha! Stop it! Du bist hässlich. Bei dir mache ich das Licht aus. Also hau ab. Ich sag, hau ab. Du bist fast so hübsch wie ich, also geh. Geh. Bei Licht möchte ich niemanden sehen. Auch im Dunkeln nicht. Hallo? Können wir uns hier mal einkriegen? Hier ist auch eine Öffnung, ne? Geh weg. Das ist fies. Vergewaltigt die mich wieder im Boot? Müssen wir jetzt von ganz vorne? Ich hasse das Spiel, ne? Ja, was ist denn los mit dir, ha? Stop it! Ja, wirklich? Ich werd gleich sauer. Ich werd gleich sauer. Na? Na? Ich weiß, wie es hier funktioniert. Bitch. Get on my level. So, zack. Eine Kopfnuss mit einem U-Boot. Und gleich noch einer. Ich habe das dumpfe Gefühl, wir haben das Ding gleich wieder an der Backe. Oh. Oder halt auch nicht. Die junge Dame ist verschollen. Brauchen wir das Ding nochmal? Können wir eigentlich rausspringen? Nein? Okay. Da oben ist ein... Oh, mein Handy rutscht runter. Da oben ist ein Knopf. Jetzt sind wir im Sand. Ja, der ist so toll. Ich baue eine Sandburg. Oh, schieb! Und das haben wir überlebt, ja? Servus. Nein? Wo gibt's hier eine Gehirnanzapfmaschine? Wir brauchen eine Gehirnanzapfmaschine. Ist das Treibsand? Nö. Nee. Wir laufen einfach mal. Einfach runterlaufen. Weil ich würde schon gerne nochmal zurückgehen. Vielleicht. Ich weiß nicht. Kann der eigentlich auch schneller laufen? Nein? Oh, puh. Verrückte Welt, verrückte Welt. Ich will wissen, was dahinter ist. Hilf mir doch.
Dann halt nicht. Wir können hier aber auch wirklich nichts machen, ne? Stupid, stupid, stupid. Der kleine Junge rennt immer noch. Das Spiel ist voll komisch zu Let's Play, muss ich sagen. Ich brauche da wirklich ein geiles Spiel zum Kommentieren. Mein Spiel ist atmosphärisch und alles, ja, aber ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Irgendwas machen. Sheep? Ist irgendwie eine Muschi oder so? Ich würde den erstmal rausziehen, hinterziehen. Macht er auch nicht mit. Hoch, macht er nicht mit, runter macht er nicht mit. Rüber macht er nicht mit. Pfe. Geht auch ohne das. Ich glaube, wir haben jetzt einen Strohmann gemacht, hä? Ja. Alright, alright, alright. Weiter nach unten, das ist da, wo ich unbedingt hin wollte. Nicht. Wo soll ich hin? Ich glaube, zuerst noch nichts. Nicht ran. Da ist wieder ein Blinklicht. Als ob man das ziehen können. Das wäre mir jetzt auch zu viel des Guten gewesen. Da wäre der junge Mann zwar ziemlich stark, aber ein bisschen übermenschlich. Da kommen wir auch nicht hoch. Nein, ich möchte nicht. Ich möchte erst gucken, was hier zu sehen ist. Bessere Frage, was gibt es erstmal hier zu sehen? Bevor wir unten gucken, möchte ich erstmal gucken, was oben zu gucken ist. Absprung, alles klar. Musik oder die Geräusche im Hintergrund sind auch voll verwirrend. Können wir noch weiter runter? Nö. Jo. Immer gut, von sowas runter zu springen. Ah, das sind wieder meine Boys. Ihr wollt bedient werden, ne? Ich weiß das schon. Ihr wartet hier auf einen sexy Jungen, der euch einfach mal zeigt, wo es lang geht. Ich habe das dumpfe Gefühl, ich muss tauchen, aber irgendwie auch nicht. Egal, probieren wir es. Mehr als sterben können wir eh nicht. Easy. Nochmal. Wir hier hoch. Ja, es ist wirklich nicht schwer. Muss einfach nur seinen Weg gehen. Aber jetzt kommt, glaube ich, das, wo ich richtig verkacken werde. Zack. Solltest vorher schwingen, junger Mann. Schwing dein Ding. Klettern. Ich weiß, deine Kraft lässt langsam nach. Aber. Bah, du schaffst das. Ja, guck mal. Wie ein junger Tarzan. Da schwingt er nochmal. Da geht er nochmal zurück. Und jetzt mit Vollschwung. Das ist gar kein Problem. Wirklich, ich sehe ja kein Problem. Also vielleicht dieses Brett. Der Sprung wird jetzt verkackt. Ja.
Ich habe viele sexy Boys. Ich bin nach oben. Werf mich nach oben. Das ist ja cool. Geht's hier runter? Die Antwort lautet nein. Was soll ich jetzt hier machen? Oh. Tag. Oh, das ist ja cool. Das ist amazing. Jetzt kommt her, meine sexy Boys, ich will nach oben. Die bleiben aber stehen, ne? Warum laufen die da jetzt nicht für die Lenkmenge nach unten? Das ist ja massau langweilig. Kommst du? Danke. Ich habe eine eigene Armee. Armee. Das ist so toll. Auch wie die laufen, voll geil. Sind alle gesichtslos. Keiner fasst das Ding an. Sehr gut. Spitzenarbeit mit euch. Spitzenarbeit. Ich glaube, wir müssen an das Seil ran. Wir können das ja. Können wir das schieben und ziehen? Oder können wir nur in eine Richtung? Ein paar gesichtslose Männer und so ein fettes Ding ist ganz easy zu bewegen. Vielleicht so hier, ne? Und hier werft ihr mich hoch. Ich will nach oben geworfen werden. Was muss ich hier machen? Muss ich irgendwas aufmachen? Nein. Können wir hier drüber springen? Ja. Kann ich hier was aufmachen? Wie geistig Behindertzeit ist die Frage. Da schieben die das Ding einfach weg. Wie weit kann man das ziehen? Ich glaube, das kommt schon unter die Öffnung. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. So, ihr fasst das Ding jetzt auch nicht an. Perversen Schweine. Ja, genau, ihr könnt ja mitkommen. Jetzt fahren wir mal ganz nach oben. Will noch jemand abklatschen? Dim, 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 dim. Was müssen wir jetzt bedienen? Das dumpfe Gefühl, hier geht es nicht gleich weiter. Hier könntet ihr mich aber hochwerfen. Stellt euch mal vor, das Leben hängt wirklich an einem kleinen Jungen, ne? Und der macht dann wirklich einfach so eine dumme Scheiße und deswegen geht alles zugrunde. Fände ich witzig. Ja, das hat ja schon mal funktioniert. Aber kann ich dich auch bewegen? Ich habe hier so einen coolen Hut auf, ich kann dich bewegen. Wow. Das ist ganz schön gefühlskalt. Und das hört ihr von mir. Was kann ich hier tun? Kann ich hochspringen? Jump, everybody! Oh, ich mag ja Rätsel, aber sinnlos von A nach B laufen ist irgendwie nicht so meins. Fangt mich!
Wow. Sind es halt wirklich. Aber na gut, was ist auf der anderen Seite?